Guten Abend, ich begrüße Sie bei Frontal 21. Das sind einige unserer Themen. Miese Riester-Renten, die Tricks der Versicherer. Proteste und Begeisterung. Der Papst kommt. FDP am Abgrund. Wie weiter mit Schwarz-Gelb? Ein schwarzes Loch, in dem ihr Geld verschwindet. So könnte man die meisten Riester-Rentenverträge beschreiben. 10 Jahre nach der großen Erfindung der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge ist die Bilanz ernüchternd. Zulagen, die der Staat aus Steuergeld gewährt, kassieren im miesesten Fall komplett Versicherungen oder Banken. Und im Laufe der Jahre sind die Riester-Regeln zu Ungunsten der Versicherten verändert worden. Sie sehen am Ende immer weniger Geld und profitieren nur dann, wenn sie ein geradezu biblisches Alter erreichen. Doch all diese Tücken muss man erst mal durchschauen, berichten Anke Becker-Wenzel und Lutz Gümbel. Sie werden unsere Liebe niemals akzeptieren. Ein Vampir und eine Sterbliche. Schnell, Liebster, beiß mich und mach mich zu einer der Deinigen. Du wirst unsterblich sein wie unsere Liebe und niemals alt werden. Aber meine Altersvorsorge mit Riester-Förderung. Riestern lohnt sich, so die Werbebotschaft. Er ist einer der ersten Riester-Rentner und weiß inzwischen, was ihm die staatlich geförderte private Altersvorsorge bringt. Der Geschichtslehrer Günther Winkler, 65, gerade pensioniert. 8 Jahre hat er in einen Riester-Vertrag eingezahlt. Jetzt die Enttäuschung. Dann bekam ich also, als die Auszahlungsphase praktisch anstand, die ersten Zahlen auf den Tisch und stellte fest, das sollen nur etwa 40 Euro sein im Monat als Riester-Rente. Bei einem Sparbetrag, der sich insgesamt inzwischen auf über 13.000 Euro immerhin angesammelt hatte. Nur ein Bruchteil dessen kommt erstmal bei ihm an. Was Günther Winkler bei Vertragsabschluss nicht klar war: ein Viertel des Kapitals hält die Sparkasse zurück für seine restliche Rente, die er ab 85 bekommen würde. Und dafür wird Geld jetzt schon 20 Jahre vorher beiseite gelegt. Das ist also ein Witz. Kein Witz, sondern knallhartes Kalkül der Anbieter. Den Vertrag von Günther Winkler zeigen wir der Finanzexpertin Barbara Sternberger frei. Die Restrente ist zu teuer. Monatliche Renten wie die von Günther Winkler sind so niedrig, weil immer höhere Altersrückstellungen für die Rente nach 85 einbehalten werden. Da hat man mal, wie Riester erfunden wurde, gedacht, das wären vielleicht 10-15% vom Kapital. Jetzt stellt es sich heraus, in diesem Fall sind es schon 24%. Bei manchen Anbietern ist das noch mehr. Das ist eigentlich sehr, sehr viel. Weil man muss ja davon ausgehen, der Durchschnittsbürger, der wird vielleicht 85, 90 Jahre alt, aber bestimmt keine 96 oder gar 105, wie manche Anbieter kalkulieren. Und je länger das Geld verrentet werden muss, desto mehr Geld muss auf der hohen Kante liegen. Nur ich habe da nichts von als Kunde. Für die Zeitschrift Ökotest untersuchte die Finanzexpertin tausende Riester-Verträge. Nur wenige rentieren sich für die Kunden. Sagen wir mal vielleicht 10% der Verträge, wo wir gesagt haben, okay, die sind top, das ist das, was der Verbraucher haben will. Aber der Großteil, da gibt es irgendwo einen Fallstrick, den man nicht gebrauchen kann. Auch der Finanzmathematiker Axel Kleinlein zieht eine negative Bilanz. Im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung hat er untersucht, wie sich die Riester-Rente seit ihrer Einführung verändert hat. Nach 10 Jahren Riestern muss man festhalten, das ist kein Erfolgsmodell. Die Produkte, die vor 10 Jahren noch gut waren, sind heute schlechter geworden und erheblich schlechter für viele der potenziellen Riester-Sparer. Heute muss jeder genau überlegen, ob ein Riester-Vertrag überhaupt zu ihm passt. Riestern lohnt sich eben nicht mehr für alle. Axel Kleinlein vergleicht einen 35-jährigen Mann, der vor 10 Jahren eine Riester-Rentenversicherung abgeschlossen hat, mit einem 35-Jährigen, der 2011 damit beginnt. Beide gehen mit 67 in Rente. In beide Verträge werden anfänglich 1200 Euro pro Jahr eingezahlt. Rentner 1 bekäme später eine monatliche Garantierente von 329 Euro. Mit Verzinsung und Überschussbeteiligung könnten es sogar 424 Euro sein.
Für Rentner 2 würde die Garantierente gerade mal 187 Euro betragen. Selbst wenn Überschüsse günstig ausfielen, kämen nur 287 Euro dabei heraus. Die Gründe? Der Garantiezins wurde gesenkt. Neue Sterbetafeln rechnen mit einer Lebenserwartung von über 85. Und es gelten Unisex-Tarife, also gleiche Tarife für Mann und Frau. Das führt dazu, dass die Renten um mehr als ein Drittel niedriger ausfallen werden. Kunden profitieren immer weniger. Die Kalkulationsgrundlagen müssen so gewählt werden, dass auch tatsächlich ein rentables Produkt am Schluss hinten rauskommt. Das heißt, der Fokus muss mehr darauf liegen, dass hinten was Gutes rauskommt, wenn vorne die Zulagen reingesteckt werden. Denn wir Steuerzahler sind diejenigen, die immer als Kunden mit am Tisch sitzen. Die einst gefeierte Riester-Rente gerät in Verruf. Das Vertrauen in die staatlich geförderte private Altersvorsorge schwindet. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das eine besonders sichere Anlage ist. Ich glaube nicht dran. Ich lege lieber selber zurück. Das hat alles mein Berater gemacht. Aber ich glaube, also so richtig viel glaube ich nicht, dass dabei rumkommt. Finanzexperten wie Barbara Sternberger Frei kritisieren, wie dreist sich Anbieter bei der staatlich geförderten Rente bedienen. Das ist manchmal das Erschreckende. Wir haben gegenübergestellt ungeförderte Renten und Riester-Renten und haben festgestellt, für die gleiche Einzahlung kommt bei manchen ungeförderten Verträgen mehr Rente raus als bei den Riester-Verträgen. Beispiele für einen Renditevergleich aus 2010. R&V gefördert 267,24 Euro. Ungefördert 296 Euro. Kosmos gefördert 299,95 Euro. Ungefördert 320,67 Euro. Gotha gefördert 286,43 Euro. Ungefördert 306,03 Euro. Das ist nur der Effekt, dass eben Riester sehr teuer ist und dass sich die Anbieter hier eine dickere Scheibe von den Gewinnen abschneiden, als sie das manchmal bei ungeförderten Verträgen machen. Das fällt halt nicht so auf, weil ja schließlich der Staat Förderung dazu gibt, sodass der Verbraucher das gar nicht merkt, dass er hier vielleicht ein teureres Produkt einkauft. Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner sieht dennoch keinen Anlass, etwas zu ändern. Die Verbraucher müssten sich auch selbst informieren. Generell gibt es ja auch bei Versicherungen mittlerweile ein Produktinformationsblatt, an dem man erkennen kann, welche Kosten letztendlich auch entstehen. Und das ist natürlich eine Frage der Transparenz, für die ich hier auch stehe. Das Produktinformationsblatt reicht nicht aus. Die Kunden haben üblicherweise keine Chance zu verstehen, wie das Produkt funktioniert. Selbst die Vermittler blicken oft nicht durch. So können die Anbieter Milliarden staatlicher Zulagen kassieren. Bei den Versicherten kommt immer weniger an. Die Vorsorge über private Anbieter funktioniert nicht, wie erhofft. Weg von diesem System fordern deshalb einige Bundesländer. Wir streben ein bei staatlichen Einrichtungen angesiedeltes Vorsorgekonto an. Und zwar angesiedelt bei öffentlichen Einrichtungen, beispielsweise bei der Rentenversicherung, bei den Rentenversicherungsträgern, die keine Gewinnerzielungsabsicht haben, sodass also auch die staatliche Förderleistung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt. Günther Winkler musste sich selbst helfen. Mit viel Mühe hat er mit seiner Sparkasse einen neuen Vertrag und höhere Monatszahlungen ausgehandelt. Millionen anderer Kunden haben die Riester-Enttäuschung noch vor sich. Auf unserer Internetseite finden Sie alle diese Informationen über die Riester-Rente. Schäfchen zählen. Auf die Hirten der katholischen Kirche hat das keine beruhigende Wirkung mehr. Denn die Austritte wurden zuletzt immer mehr nach den Enthüllungen über Missbrauch durch katholische Nonnen und Priester. Das Oberhaupt der Kirche, der deutsche Papst Benedikt XVI., besucht jetzt seine Heimat. Das begeisterte Wir sind Papst von 2005 ist weitgehend verklungen. Mitreißend war sein Pontifikat bisher nicht. Übermorgen wird er im religiös eher spröden Berlin erwartet. Auch von Protestierern, Boykottierern im Bundestag und einem schwulen Bürgermeister. Nicht gerade ein Heimspiel für den Papst und die reine Lehre, berichten Beate Frenkel, Friedrich Kurz und Joe Sperling. Vor 6 Jahren traf die Schlagzeile den Nerv der Zeit. Begeisterung für einen Papst aus Deutschland. Jetzt zitiert sich die Bild-Zeitung selbst an der Fassade des Springer Verlags. Wir sind Papst.
Gigantischer Willkommensgruß für Benedikt XVI. Doch der ist in der Hauptstadt nicht bei allen willkommen. Demonstration der Gegner am Samstag. Ein Vorgeschmack auf das, was die Polizei in 2 Tagen zu erwarten hat. Ein bunt gewürfeltes Bündnis protestiert gegen katholische Kirchenpositionen. Rückwärtsgewandt aus ihrer Sicht. Für sie ist dieser Papst ein erzkonservativer Reformgegner. Ich hoffe, dass es halt einen starken Protest dagegen gibt, weil er hier meiner Meinung nach einfach nichts zu suchen hat. Für sie hingegen ist der Papstbesuch eine Ehre. Die beiden Berlinerinnen sind seit mehr als 16 Jahren Ministrantinnen und dürfen übermorgen bei der Messe direkt neben dem Heiligen Vater stehen. Also ich bin ziemlich aufgeregt. Ja. Also im Moment ist es zwar noch alles sehr unwirklich, aber ich denke, kurz davor wird die Aufregung unermesslich sein. Ja. Millionen Gläubige warten auf die Botschaft, die der Papst in Deutschland zu verkünden hat. Auch Matthias Katsch wartet auf klare Worte. Er war Schüler am Berliner Canisius-Kolleg. Hier wurde er missbraucht. Da oben sind die Räume, die die Patres damals bewohnt haben. Und die Täter haben halt gezielt Kinder, Jungen in der Zeit eingeladen. Matthias Katsch sprach vor 2 Jahren sein Schweigen und der Schulleiter machte den Skandal öffentlich. Über die katholische Kirche brach eine Lawine herein. In ganz Deutschland meldeten sich hunderte Missbrauchsopfer. Seither warten Katsch und all die anderen auf eine angemessene Reaktion aus Rom. Die Unfähigkeit, offen und ehrlich auf Betroffene zuzugehen, das ist etwas, was ich eigentlich nicht fassen kann, dass diese Institution das nicht leistet. Und dass sie sich also in dem Sinne nicht unterscheidet von irgendeinem Unternehmen, was beim Giftpanschen erwischt worden ist oder bei irgendeiner anderen Sauerei. Die Berliner Camillus-Gemeinde feiert. Der Papst kommt und der neue Berliner Erzbischof ist erstmals zu Besuch. Seit Bekanntwerden der Missbrauchsfälle laufen der Kirche die Gläubigen weg. Über 180.000 Kirchenaustritte, erstmals mehr als Taufen. Die deutschen Katholiken werden weniger. Doch das soll die Stimmung nicht trüben. Und wenn ich hier rund gucke, dann kann ich gar nicht anders, als mit dem Heiligen Vater zu sagen, die Kirche ist jung. Rainer Maria Wölki wird dem konservativen Flügel der Kirche zugerechnet und dessen Macht wird immer größer. Sollte sich der Papst zu den Missbrauchsfällen, die seine Kirche in die Krise gestürzt haben, in Berlin äußern? Das ist auf jeden Fall, oder das ist sicherlich gut, wenn er das tut, nötig. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach gut ist, auch nochmal deutlich zu machen, dass wir als katholische Kirche uns bewusst sind, dass wir da Schuld auf uns geladen haben. Andere in der Gemeinde werden deutlicher. Ich würde auch erwarten, dass er mehr Verständnis für die Opfer hat als für die Priester seiner Kirche, sagen wir mal so, also für die Täter. Diese Christen bewegt ein ganz anderes Thema. Radikale Lebensschützer demonstrieren vor dem Kanzleramt gegen Abtreibung, unterstützt von Erzbischof Wölki. Der neue Erzbischof von Berlin, Rainer Maria Wölki, schreibt uns, Sie, er meint uns alle, leisten Kostbares. Ich wünsche mir, dass die Perlen wieder geboren werden, die Gott geschaffen hat. Jede Perle soll ein verhindertes Leben symbolisieren. Auch der emeritierte Weihbischof Wolfgang Weider hält das Kreuz hoch gegen Abtreibung. Die katholische Amtskirche ist auch immer noch gegen künstliche Empfängnisverhütung. Ihr gilt Homosexualität noch als Irrweg. Homosexuelle sind Menschen. Man kann für sie beten, damit sie Bekehrung finden. Das ist eindeutig so. Es ist eine seelische Verirrung. Genau solche Ansichten rufen die Gegendemonstranten auf den Plan. Keine Macht in Dogmen, das ist das Motto der geplanten Anti-Papst-Aktionen. Klaus Wowereit, bekennender schwuler Bürgermeister, hat Verständnis für die Papstgegner geäußert. Doch den Staatsgast wird er trotzdem in Berlin begrüßen. Und auch Gregor Gysis Partei hat sich zu einem sowohl als auch durchgerungen. Viele linke Abgeordnete wollen der Papstrede im Bundestag fernbleiben. Er geht hin. Ich bin immer neugierig auf solche Leute und ich weiß auch gar nicht, warum man nicht zuhören kann. Also das mache ich, klar.
Aber ich verstehe auch diejenigen in meiner Fraktion, die sagen, sie wollen das nicht. Zum Beispiel sein Parteifreund Andrei Hunko, der das Bündnis der Papstgegner unterstützt und die Rede im Bundestag boykottieren will. Ich wäre durchaus dafür, mich mit Religionsvertretern auch auseinanderzusetzen. Dann aber bitte gleichberechtigt und auch mit der Möglichkeit, selbst auch Fragen stellen zu können. Pressetermin im Olympiastadion heute Vormittag. Am Altar wird noch gebaut. Allein der Berlin-Besuch des Papstes kostet die Kirche ca. 3,5 Millionen Euro, Kosten für die Sicherheit nicht eingerechnet. Viel Geld für einen Auftritt, der nach Wunsch des Papstes weder religiöser Tourismus noch Show werden soll. Angeblich will er auch Missbrauchsopfer treffen. Matthias Katsch, der die Opfer vertritt, hat keine Einladung, würde aber gern mit dem Papst sprechen. Ich habe auf Nachfrage mehrmals gesagt, dass ich das gerne täte, weil ich das für wichtig halte. Meine Kirche ist nun mal so organisiert, wie sie organisiert ist. Und da spielt der Mann an der Spitze eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und so werden Matthias Katsch und viele Gläubige mit ihm auch ganz genau hinhören, was der Papst zu sagen hat. Mit der Krise der katholischen Kirche beschäftigt sich am Mittwoch die Dokumentationsreihe ZDF Zoom. Erschüttert, enttäuscht, entfremdet. Morgen um 22.45 Uhr hier im ZDF. Das bittere Ende kommt bestimmt. Nein, nein, hier geht es nicht um Euro-Krise, aber auch um Geld und die Gefahr, viel davon zu verlieren. Gewinnspiele nach dem sogenannten Schneeballsystem, nämlich finden noch immer Interessenten, obwohl die sich eigentlich ausrechnen könnten, dass sie dabei irgendwann auf der Strecke bleiben. Denn wer investiert, muss immer neue Investoren anbringen, damit er seinen Einsatz wieder rausbekommt und noch viel mehr dazu, wie versprochen wird. Doch die zentrale Spielregel funktioniert einfach nicht. Gewinne also machen nur die Drahtzieher, zeigt Andreas Baum. Eine Freundin hatte sie überredet, mitzukommen zu einem sogenannten privaten Schenkkreis. Sie will unerkannt bleiben. Motto des Treffens: Freunde helfen Freunden. Zunächst war sie skeptisch. Aber die bringt das so überzeugend rüber, dass man wirklich nachher am Ende glaubt, das funktioniert. Die haben das alles vorgerechnet, wie lange das ungefähr dauert, bis man das erste Geld kriegt. Doch erstmal soll sie jemandem etwas schenken: 5.000 Euro. Dann muss sie weitere Teilnehmer anwerben und die dann wieder neue. Jeder soll 5.000 Euro zahlen. Irgendwann, so wird ihr erzählt, stehe sie dann ganz oben auf der Liste, kassiere von anderen 40.000 Euro. Die haben ja da so eine große Leinwand gehabt, wo sie das dann gezeigt haben, wer als Nächste dran wäre. Und mein Name stand da, ich wäre dann als Nächste dran gewesen und von da an halt nicht mehr von denen gehört. Ihr Geld ist weg. Ein klassisches Schneeballsystem, bei dem man eigentlich nur verlieren kann, wissen Anwälte von Betroffenen. Aufgrund der Potenzierung ist es so, dass ganz Deutschland und ein paar Runden später eigentlich die ganze Weltbevölkerung sich an dem Projekt beteiligen müsste, damit es überhaupt aufgeht. Daran sieht man, dass letztendlich nur die Initiatoren an der Spitze das Geld verdienen. Wir schmuggeln uns in einen Schenkkreis ein, filmen verdeckt. Die Treffen, meist in Hinterzimmern von Kneipen und Restaurants, haben feste Termine, einmal die Woche. 30, 40 Leute finden sich zusammen, bunt gemischt, vom Arbeiter bis zum Unternehmer. Sie alle wollen schnell viel Geld. Die Wortführer machen Stimmung, wollen Neulinge zum Mitmachen animieren. Das ist ein bombensicheres System. Da kommt jeder an die Reihe und wird beschenkt. Überlegt mal, was ihr euch dann alles leisten könnt. Auch hier werden 40.000 Euro versprochen. Die ersten Geldgeschenke werden weitergereicht. Anschließend geben wir uns als Frontal-21-Team zu erkennen, fragen bei einem der Teilnehmer nach. Sie haben ja heute Geld geschenkt. Haben Sie Angst, dass Sie es nicht wiederbekommen? Andere haben ja auch schon Geld bekommen. Warum soll ich da nichts kriegen? Die Leute, die zum Schluss einzahlen, die kriegen nie ihr Geld. Es gibt ja keinen Schluss. Es läuft immer weiter. Wir bringen ja immer neue Leute rein. Also läuft's weiter. Die Wortführerin des Treffens schürt diese Illusion, gibt sich menschenfreundlich. Wir helfen uns gegenseitig. Es ist kein Schneeballsystem. Wir sind nur ein privater Familienkreis. Dann erklären Sie mir doch mal, wie es funktionieren soll. Ich brauche euch nichts erklären. Und wir abzocken überhaupt keinen Mensch. Die Organisatoren solcher Schenkkreise haben noch nicht einmal Strafen zu befürchten.
Schenkreise sind in Deutschland strafrechtlich leider nicht verboten. Der deutsche Gesetzgeber macht es sich hier einfach zu einfach. In der Schweiz zum Beispiel sind Schenkreise und ähnliche Konstrukte strafrechtlich verboten. Das heißt, wer so etwas aufzieht, wer so an so etwas teilnimmt, wer Geld gibt oder Geld kassiert, der macht sich strafbar. Wir fragen beim Bundesjustizministerium nach. Sind nicht auch in Deutschland wirksamere Gesetze nötig? Schriftlich heißt es, Zitat: Es besteht kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Gegen Schneeballsysteme, so das Ministerium, gäbe es ja das Wettbewerbsrecht. Eine ganz exotische Vorschrift, die ganz bestimmte Organisationshandlungen, Werbeaktionen, also das Ganze in einem professionellen Aufzug für strafbar erklären. Und diese Strafvorschrift ist praktisch nicht anwendbar auf Schenkreisfälle. Denn sie greift nur, wenn Schneeballsysteme nachweislich gewerblich betrieben werden. Das aber ist kaum zu beweisen, denn die meisten Initiatoren erklären ihre Schenkreise einfach zu reinen Privattreffen. Wieder schleichen wir uns bei einem Treffen ein, drehen verdeckt. Wieder geht es um 5.000 Euro Einsatz. Wieder stellen wir hinterher die Anheizer zur Rede. Es ist keine Abzocke. Das ist eine private Initiative. Es geht nur darum, dass Freunde Freunde bringen. Vor allem aber sollen alle Geld mitbringen. Die spät einsteigen, die verlieren ihr Geld. Die haben das überhaupt nicht verstanden. Und deswegen wollen wir das Gespräch auch beenden. Viele Juristen fordern ein Ende dieser Abzockerei. Der Gesetzgeber muss einen klar und deutlich formulierten Straftatbestand schaffen, der sich gegen Schneeballsysteme der Art der Schenkreise richtet. Dann haben die Staatsanwälte auch die Möglichkeit, gegen solche sozialschädlichen Abzocksysteme vorzugehen. Doch selbst bei gewerblich betriebenen Schneeballsystemen kommt die Justiz nicht nach. Vor allem in Ostdeutschland haben dreiste Geschäftemacher Arbeitssuchende ausgenommen über Jahre hinweg. So wie diesen Mann, der unerkannt bleiben will. Er wurde über ein Jobangebot geködert. Angeblich eine leichte, gut bezahlte Tätigkeit. Deshalb habe ich da angerufen. Er wird zu einer Präsentation eingeladen. Da waren viele. Es ging nur Geld, 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 was man für einen Haufen verdienen kann. Bedingung aber ist, erst mal rund 4.300 Euro zu zahlen für irgendwelche dubiosen Motivations- und Erfolgsseminare. Er zahlt 500 Euro an. Im Grunde ging es nur darum, dass wir gegen Beteiligung Leute ranbringen sollten, die dann die 4.300 Euro zahlen und anschließend wieder neue Jobsuchende werben, die zahlen. Betrieben wurde dieses gewerbliche Schneeballsystem von der Firma PPV. Doch obwohl die offen für sich und ihr System warb und immer wieder angezeigt wurde, dauerte es Jahre, bis die Staatsanwaltschaft Anklage erhob. Der Schaden, der für den Verbraucher über die Jahre entstanden ist, ist gewaltig. Das sind ja wohl Tausende, die dort viel, viel Geld verloren haben. Und das auch noch nach einem Zeitpunkt, als man an sich schon im Großen und Ganzen wusste, was da für ein Spielchen läuft. Und das ist natürlich sehr bedauerlich. 2009 schließlich werden die Drahtzieher vom Landgericht Leipzig zu Geld- oder Freiheitsstrafen verurteilt. Doch die Haupttäter gehen vor dem Bundesgerichtshof in Revision und machen derweil munter weiter. Unter neuem Namen, mit altem System, wie diese verdeckt gefilmten Aufnahmen zeigen. Fast 2 Jahre lang geht das so, bis die Staatsanwaltschaft erneut einschreitet. Und der Bundesgerichtshof urteilt dann auch noch sehr viel milder als das Landgericht. Der Skandal an dem Fall ist eindeutig, dass der Staat, unsere Justiz, offensichtlich große Schwierigkeiten hat, mit diesem System umzugehen. Zum anderen ist es natürlich skandalös, dass der Bundesgerichtshof ein Urteil, das noch nur wirklich so schwer nach schweren Ermittlungen und komplexen Fragen erwirkt worden ist, umgewandelt hat in eine Bewährungsstrafe. Jetzt soll es zu einem weiteren Prozess kommen. Die Täter hatten Jahre Zeit, Leichtgläubige um Millionen zu erleichtern. Bei einem Thema, über das wir berichtet haben, hat sich etwas getan. Nachgehakt. Frontal 21 berichtete über Ermittlungen Düsseldorfer Staatsanwälte gegen die Schweizer Großbank Credit Suisse wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Ein Insider hatte den deutschen Steuerbehörden zuvor eine CD mit Kontounterlagen von 1.100 deutschen Credit Suisse Kunden verkauft.
Sie sollen mit Hilfe der Bank über 1 Milliarde Euro vor der Steuer versteckt haben. Jetzt hat sich die Schweizer Bank freigekauft. Sie zahlt 150 Millionen Euro Bußgeld. Dafür werden die Ermittlungen wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung eingestellt. Die Lichter gehen aus. Eine der größten Befürchtungen seit Deutschland 8 Atomkraftwerke kurz entschlossen abgeschaltet hat. Doch wie viel Strom brauchen wir wirklich, wenn wir nicht so viel verschwenden würden? Die Rechnung ergibt, rund 10 Großkraftwerke ließen sich glatt einsparen. Auch die Regierung hatte eigentlich ehrgeizige Ziele. Bis 2020 soll der Stromverbrauch um 20% gesenkt werden. Doch so richtig unter Strom hat sich die Politik da nicht gesetzt. Manche Unternehmer sind deutlich weiter und zeigen, dass es geht. Dazu Manke Heise und Steffen Juzikowski. Die Funkstätter Brauerei füllt täglich rund 240.000 Flaschen Bier ab. Kessel, Bierpumpen und Kühlanlagen brauchen Strom. Viel Strom und der ist teuer. Pumpenexperte Stefan Gögel und Brauereichef Markus Lopsin sind auf der Suche nach Einsparpotenzialen und stoßen dabei auf jahrzehntealte Pumpen, reine Stromfresser. Sie entschließen sich, neue einzusetzen, mit überraschendem Erfolg. Die neue Pumpe ist von der Motorleistung her wesentlich kleiner, bedient aber die Bedarfsfälle wesentlich effizienter. Herr Lopsin, hat sich das für Sie gelohnt? Was sparen Sie jetzt? Für uns hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Wir haben durch die kleinere Auslegung der Pumpe einen erheblichen Energiebedarf einsparen können. Wir haben in etwa 9.000 Euro im Jahr an elektrischen Energiekosten gespart. Und das mit nur einer Pumpe. Es gibt noch mehrere hundert weitere im Betrieb. Stefan Gögel sieht große Chancen, viel Geld zu sparen. In diesem Fall liegt es glasklar auf der Hand. Die Neupumpe, die hat mit etwa 3.800 Euro zu Buche geschlagen, sodass wir hier von einer Amortisationszeit sprechen können von etwa 5 Monaten. Und danach? Tja, danach klingelt es in der Kasse. Das ist bares Geld für den Endanwender. Diese Einsicht hat sich indes bei nur wenigen mittelständischen Unternehmen herumgesprochen. Stromsparen meist kein Thema. Dabei könnte die deutsche Wirtschaft den Stromverbrauch um 20-30% verringern, bei Kühlung, Druckluft oder Klimatechnik. Stromsparen, eigentlich ein naheliegender Gedanke angesichts der Energiewende, sagt Professor Peter Hennicke vom Wuppertal-Institut. Da sei bislang viel zu wenig passiert. Deutschland wiegt sich etwas in dem Glauben, Weltmeister bei der Energieeffizienz zu sein. Wir sind weit davon entfernt. Wir haben längst noch nicht alle wirtschaftlichen Potenziale wirklich realisiert. Es gibt eine Unzahl von Hemmnissen. Dabei belegt eine Studie der Wuppertaler, konsequentes Sparen kann den Neubau ganzer Kraftwerke überflüssig machen. Denn allein mit Investitionen in Höhe von 4 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren ließen sich 62,4 Terawattstunden Strom sparen. Zusammen mit bereits beschlossenen Maßnahmen wären damit fast 10 Großkraftwerke überflüssig. Positiver Nebeneffekt: Die eingesparten Energiekosten sind fast doppelt so hoch wie die Investitionen, 7,4 Milliarden Euro. Das Walzwerk Fino bei Berlin. Die Produktion von Stahlrohren frisst viel Energie, Kosten pro Jahr knapp 1 Million Euro, ein erheblicher Betrag. Bernd Riedel ist technischer Leiter des Werks. Um die Kosten zu senken, hat er sich eigens einen Energieberater von außen geholt. Denn jede Energie, die ich vergeude, ist Kosten für das Unternehmen. Und diese Kosten will der Endkunde natürlich nicht bezahlen. Schon nach dem ersten Rundgang ist klar: Der Betrieb könnte seinen Stromverbrauch um fast ein Drittel senken. Doch dazu müsste das Unternehmen mindestens 1 Million Euro investieren. Geld, das nicht da ist. Das Walzwerk ist da keine Ausnahme. Das behandeln viele Unternehmen noch sehr, sehr zögerlich. Zumal es in den letzten Jahren auch so war, dass durch die Krise die Unternehmen auch noch andere Sorgen hatten. Das heißt, da war das einzige Bestreben, die Produktion am Laufen zu halten, auszulasten. Und da ist das Thema Energieeffizienz einfach in den Hintergrund getreten. Jetzt wollen manche Betriebe investieren, hoffen auf Hilfe von der Politik. Die soll Anschubfinanzierung möglich machen. Sommer 2011. Die Bundesregierung hatte sich so viel vorgenommen. Sie beschließt die Energiewende.
20% Energie sparen bis 2020. Dafür richtet sie den Energie- und Klimafonds ein, mit allein 780 Millionen Euro für 2012. Doch gerade mal 90 Millionen davon stehen fürs Stromsparen zur Verfügung. Reicht bei weitem nicht, kritisiert die Opposition. Sie sind nicht bereit, zusätzlich etwas zu machen, zusätzlich etwas für Effizienz, Geld in die Hand zu nehmen oder Ordnungsrecht einzusetzen oder andere Maßnahmen zu machen, sondern da ist eine wirkliche Blockadepolitik zu bemerken, dass sie diesen Teil der Energiewende schlicht ignorieren. Auch in der EU stößt die deutsche Haltung auf Unverständnis. Schließlich hatten sich die europäischen Regierungschefs bereits 2007 auf einem Klimagipfel eine Einsparquote verordnet. Die Vorgabe, 20% mehr Energieeffizienz zu erreichen, besteht seit einigen Jahren. Und wir kommen auf europäischer Ebene und in den Mitgliedstaaten nicht voran. Die Fortschritte sind viel zu gering. EU-Energiekommissar Oettinger wollte deshalb das Sparziel verbindlich festlegen. Doch er scheiterte, ausgerechnet am Widerstand des deutschen Wirtschaftsministers Philipp Rösler. Der Liberale setzt wieder mal auf freiwillige Lösungen, bloß keine staatlichen Vorschriften. Falsch findet das der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese. Ich finde die Haltung des Bundeswirtschaftsministeriums destruktiv und auch nicht logisch begründbar. Vor dem Hintergrund unserer eigenen Energieziele müssten wir eigentlich eine andere Position vertreten. Und ich hoffe, dass andere, zum Beispiel der Umweltminister, Herrn Rösler, noch zu einer konstruktiveren Haltung bewegen können. Doch dafür stehen die Chancen schlecht. Aus internen Regierungspapieren geht hervor, dass mit einem Einlenken des Wirtschaftsministers Rösler nicht zu rechnen ist. Zitat: BMWI, also das Bundeswirtschaftsministerium, wird voraussichtlich auch für die Zukunft strikt gegen die Ankündigung verbindlicher Ziele sein. Es ist davon auszugehen, dass BMWI zur Eskalation bis zur Leitungsebene bereit sein wird. Das heißt, Rösler wird sich bis zum Ende gegen verbindliche Sparauflagen wehren. Wir wollten ihn dazu befragen, doch für ein Interview steht der Bundeswirtschaftsminister nicht zur Verfügung. Experten fordern endlich Taten. Ich halte das für absolut ökonomisch, für kurzsichtig. Es ist ja nicht nur die gesamte Bundesregierung, es ist häufig der Wirtschaftsminister, der aus völlig falsch verstandenen Motiven bremst an einer Stelle, wo er Modernisierungspolitik aktiv betreiben könnte und dann dem Umweltminister in den Rücken fällt, der schon längst erkannt hat, dass Umweltpolitik, Effizienzpolitik die beste Wirtschaftspolitik der Zukunft ist. Politische Blockade statt Modernisierung. So wird weiter Energie verschwendet. Was versteht der deutsche Wirtschaftsminister von Europolitik? Was die FDP von Wirtschaft? Seit sich Fragen wie diese aufdrängen, wird es wirklich eng für die liberale Wirtschaftspartei. Krachend ist sie eben aus dem 5. Landesparlament in diesem Jahr rausgeflogen, mit vernichtendem Ergebnis. Hier in Berlin hatte sie noch im Wahlkampf verzweifelt versucht, sich selbst zu retten mit Euro-Rettungsskepsis. Nur glaubt offenbar kaum mehr einer an solche FDP-Ideen. Unter denen leidet auch die Kanzlerin. Ihre schwarz-gelbe Regierungskoalition gerät immerzu ins Dilemma. Manka Heise und Birte Meyer über den liberalen Sturzflug. Es war einmal eine Partei, die stand für solide Europapolitik und wirtschaftlichen Sachverstand. Sie hieß FDP. Heute gibt's Philipp Rösler. Er ist FDP-Vorsitzender und Bundeswirtschaftsminister. Und er hat sich vergangene Woche zum Euro geäußert. Montag. Bei der Stabilisierung unserer gemeinsamen Währung, des Euros, darf es keine Denkverbote geben. Dazu zähle ich auch perspektivisch eine geordnete Insolvenz. Eine geordnete Insolvenz. Klingt kompetent. Aber was mag das genau sein? Wenn er schon öffentlich denkt, dann muss er auch genau sagen, was er meint.
Und geordnete Insolvenz ist eine Nebelblase. Ich halte das natürlich für brandgefährlich, dass die Politik, vor allem der verantwortliche Wirtschaftsminister, sozusagen eine Debatte anzettelt, von der er am Ende gar nicht weiß, was es ist und wo es hinkommt. Das ist im Grunde genommen ein Beitrag zur Destabilisierung. Der DAX am Montag im Tiefflug. Dienstag. Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnt. Wir haben dann natürlich immer wieder im Auge zu behalten, dass wir alles, was wir tun, kontrolliert tun, dass wir die Folgewirkungen kennen, weil ansonsten im Euroraum sehr schnell eine Situation entstehen kann, die wir alle nicht wollen. Der Wirtschaftsminister fühlt sich angesprochen. Wir wollen, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Dafür brauchen wir eine Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und bei dieser Wiederherstellung darf es aus meiner Sicht eben keine Denkverbote geben. Vielen Dank. Was er sich aber mit der geordneten Insolvenz gedacht hat, erklärt er wieder nicht. Das ist mindestens in der Nähe vom Populismus. Und ich fürchte, das Schlimmste daran für die FDP ist, dahinter steckt ja keine Strategie, sondern das ist Handeln aus der Situation heraus, ohne zu wissen, wohin ein das führt. Mittwoch. Den Bundeswirtschaftsminister führt es erstmal nach Italien. Noch so ein Sorgenkandidat. Es geht um die Stabilität des Euro. Diesmal, sagt Rösler, und ich halte es ausdrücklich für richtig und bin sehr dankbar um die Diskussion, die jetzt darüber geführt wird, weil die Menschen zu Recht wissen wollen, in Deutschland, aber auch in ganz Europa, wie entwickelt sich denn die Eurozone, aber die Europäische Union insgesamt? Daheim in der Hauptstadt ist die Stimmung bei den Liberalen ganz mies. Die Berliner FDP liegt in Umfragen bei gerade mal 3%. Euroskepsis scheint da ein gutes Thema. Die Berliner FDP versucht so in letzter Minute die 5%-Hürde zu knacken. Donnerstag. Wahlkampfhilfe in Berlin. Der FDP-Chef kommt persönlich vorbei. Das böse I-Wort erläutert er nicht weiter. Dafür legt er nach. Ganz besonders merkwürdig finde ich die Hinweise dann auf die Reaktion an den Finanzmärkten. Also abgesehen davon, dass die Reaktion am Montag durchaus auch Nachwirkungen von anderen Entscheidungen auf europäischer Ebene von Freitag sein können, ein bisschen zurücktreten, habe ich meine Position ausdrücklich nicht revidiert, nicht modifiziert, nicht geändert und schon gar nicht zurückgenommen. Und trotzdem haben sich die Märkte schon 2 Tage später wieder stabilisiert. Die Profiteure sind die Finanzmärkte, weil die natürlich jetzt weiter spekulieren können. Kommt eine geordnete, kommt eine andere Insolvenz. Es gibt alles Möglichkeiten zu spekulieren, Spekulationsgewinne zu machen. Insoweit war es unverantwortlich. Es war wirklich ein Schildbürgerstreich. Freitag herrscht einmal Ruhe im Wirtschaftsministerium. Samstag, auch heute von Rösler kein Wort. Dafür trifft sich in Castrop-Rauxel der Landeshauptausschuss der nordrhein-westfälischen FDP in der Europahalle. Auf der Tagesordnung steht ein Mitgliederentscheid. Die Basis soll über den dauerhaften Rettungsschirm für den Euro, ESM, abstimmen. Gestartet hat das der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler. Der ist nämlich gegen den dauerhaften Rettungsschirm. Setzt er sich durch, zwingt er die FDP-Führung zur Konfrontation mit Merkel. Dass er damit die Koalition gefährdet, nimmt er billigend in Kauf. Die Funktionäre finden das natürlich nicht gut. Wir wollen ja eine Basisbewegung schaffen, eine Graswurzelbewegung. Wir wollen die Mitglieder einbinden. Zerlegt sich die FDP da nicht gerade selber und schießt sich da ein Eigentor mit dieser Strategie? Nein, ganz im Gegenteil. Das hilft uns. Das hilft uns. Das motiviert die Partei, bindet die Mitglieder ein. Und was gibt es Besseres, als die Partei und die Mitglieder einzubinden? Welche Partei macht sowas? Ja? Andere Parteien diskutieren jetzt über Mitgliederentscheide, ob sie diese Instrumente einführen. Wir haben sie schon. Das ist doch super. Sonntag erreicht der Streit das Kabinett. Finanzminister Schäuble weist den Wirtschaftsminister in der Bild am Sonntag zurecht. Für den Euro sei er zuständig. Dafür springt Ministerpräsident Seehofer von der CSU dem Wirtschaftsminister im Spiegel zur Seite. Abends erlischt dann in Berlin die Hoffnung, man könnte mit euroskeptischen Parolen so einfach Stimmen fangen. Eine Handvoll FDP-Mitglieder will den Berliner Wahlabend im Rathaus Reinickendorf gemeinsam begehen. Die FDP mit 2%, das sind sehr starke Verluste. Vorläufiges amtliches Ergebnis, sogar nur noch 1,8%. Die Rede von der geordneten Insolvenz sei daran aber nicht schuld.
Ganz im Gegenteil. Ich denke, dass die Initiative, die eher von der Basis kommt, weniger von Herrn Rösler, die richtige ist. Es muss sich erst sacken, das Thema. Das muss sacken. Was Rösler angestoßen hat als Debatte, ist auch vollkommen richtig. Das trifft den Nerv der Menschen und das muss so weitergehen. Weiter geht's abends in der Talkshow. Thema mal wieder Griechenland. Da sprechen wir gerade nicht von einer Pleite, sondern eben von einer geordneten Insolvenz. Da ist sie wieder, die geordnete Insolvenz. Und immer noch bleibt unklar, was Rösler damit sagen will. Der Bundeswirtschaftsminister hat in einem rasanten Tempo, das ich so noch nicht erlebt habe, die Kompetenz im Grunde genommen malträtiert, ja im Grunde genommen mit Füßen getreten. Also wirtschaftspolitische Kompetenz ist da nicht mehr erkennbar. In Wahrheit muss sie sich entscheiden, ob sie jetzt Opposition werden will oder ob sie in der Regierung bleiben will. Denn mit einem solchen Kurs kann sie nicht in dieser Regierung bleiben. Warum nicht? Frau Merkel wird es nicht zulassen können, dass die FDP weiter noch mehr auf ihrer Nase herumtanzt. Montag herrscht Katerstimmung. Aber eines muss Rösler doch noch loswerden. Es gilt immer das Motto, du darfst alles sagen, was du denkst, wenn du denkst. Und das nehmen Liberale für sich immer in Anspruch. Es war einmal eine Partei, die hieß FDP. Was tun, wenn es brennt und es nicht mehr weiterhilft, einfach nur die 112 zu wählen? Werner Doyer und Andreas Wiemers zeigen, was es heißt, wenn der Notfall zur täglichen Routine wird. Toll. Tja, liebe Fernsehzuschauer, man ahnt nichts Böses und auf einmal, da merkt man... Da oben ist ein Feuer, bitte kümmere sich jemand darum. Ja, ja. Bei uns in Europa passieren die verrücktesten Sachen. Wir Griechen haben lange mit der EU verhandelt. Jetzt wissen wir ohne jeden Zweifel, unsere Hütte brennt. Aha, es handelt sich also um einen Notfall. Und zwar mit Gefahr für einen Flächenbrand. In Spanien, in Frankreich, in Portugal, sogar in Italien. Blödsinn. Dieses angebliche Feuer ist eine Erfindung kommunistischer Drecksäcke. Alles erstunken und erlogen. Wie dem auch sei, die gelungene Europarettung ist vor allem eine Frage der richtigen Ausstattung. Wenn die Feuerwehr mit besten Geräten ausgestattet wird, dann steht doch dahinter nicht der Wunsch, dass es bald brennt, sondern dass es erstens nicht brennt, aber dann, wenn es brennt, müssen wir optimal gewappnet sein. Gut, Herr Bosbach, jetzt darf man aber auch nichts überstürzen und schon gar kein Öl ins... Wie heißt das auf Englisch? No more oil into the fire. No more oil into the fire. Nehmen wir jetzt nur mal als Beispiel die FDP. Also, wenn irgendwo die Hütte brennt, dann doch da. Ich empfehle uns, das Ergebnis in Demut aufzunehmen und jetzt eine Phase der Nachdenklichkeit, des Zuhörens, vor allen Dingen aber auch der Sammlung uns selbst zu verschreiben. Eben. Rom wurde ja auch nicht an einem Tag abgebrannt. Und jetzt zeigt uns Russen-Milliardär Lebedev in einer Talkshow, wie es geht. Ja, Weltfinanz-Heinis, passt bloß auf. Und nächste Woche, Archivaufnahmen beweisen, Jürgen Möllemann war seiner Zeit und den FDP-Wahlergebnissen weit voraus. So viel für heute von uns. Hier folgt das Heute-Journal mit Klaus Kleber vom Frontal 21-Team. Einen schönen Abend.